So, guten Morgen für alle, die uns schon begleiten. Vielleicht kann einer so freundlich sein, mal den Chat auszuprobieren, ob der funktioniert. Wir hatten da beim letzten Mal technische Probleme. Oh Mann, heute höre ich es mit Zeitverzögerung. Das ist auch ganz spannend. Nun gut, ja, also einen wunderschönen guten Morgen an alle, die es geschafft haben, teilzunehmen. Wir freuen uns heute, Sie zur Episode 4 der MicroStation Live Series 2021 zu begrüßen. Das Thema heute ist Dateiformat und Interoperabilität. Generell ist Live-Series über vielfältige Möglichkeiten innerhalb der MicroStation und der DGN-Dateien thematisch behaftet. Das heißt, wir schauen uns an, wie ist es von der Interoperabilität her zu sehen, was so gibt es für Grenzen, Möglichkeiten, wie kann ich intelligente Zeichnungen erstellen, 3D-PDF, Visualisierung, Smart Deliverables und einiges mehr. Einige dieser Stichworte hatten wir schon in den letzten Lives. Da kommt noch mehr dazu. Ich freue mich, heute Morgen wie immer meinen lieben Kollegen, den Ronald Zeike, zu begrüßen. Er ist unser MicroStation Senior Consultant in deutscher Sprache und in Deutschland ansässig. Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin, dass ich wieder mal was präsentieren darf, Nanette. Schön, ist immer wieder schön, bei dir zu sein. Viele von den Teilnehmern kennen mich ja schon. Gerne, gerne. Die meisten oder viele kennen mich ja schon. Mein Name ist Nanette Dorando-Grad. Ich bin Product Sales Manager für den Bereich EMEA, also Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Wir stehen einer Untergruppe vor innerhalb von Bentley und wir haben sozusagen den Produktvertrieb unter uns, aber beschäftigen uns halt sehr stark damit, wie man die Software am sinnvollsten einsetzen kann und versuchen an der Stelle, Sie mit allen wichtigen Tipps und Tricks zu versorgen. So, das heutige Thema Interoperabilität kommt immer wieder zum Tragen, weil, wie Sie alle wissen, Sie bekommen immer wieder Daten aus den unterschiedlichsten Applikationen zur Verfügung gestellt und nicht alle sind so einfach, dass man ein DWG oder ein DXF bekommt, sondern es gibt auch ganz andere Datentypen, die man bekommt und dann ist immer die große Frage, was kann man tun? Und ein bisschen zur Verdeutlichung haben wir hier drei nette Bildchen aufgelistet, um einfach quasi den Schmerz oder die Leiden, die man hat, ein bisschen zu verdeutlichen. Also quasi, Sie gehen jetzt zum Dr. Zeike und Dr. Zeike wird Ihnen gleich zeigen, wie Sie einen Teil Ihrer Probleme in Ihrer täglichen Arbeit leicht lösen können. Dr. Zeige, der war gut. Und um das Chaos, was einen da so täglich überfällt, ein bisschen zu verdeutlichen. Also unter der Interoperabilität finden sich ganz unterschiedliche Arten von Dateien, mit denen man immer wieder zu tun hat. Und das ist jetzt eigentlich auch schon genau der Punkt, wo ich gerne an den Ronald übergeben möchte, Ja. der uns jetzt dann durch diesen Wust von Möglichkeiten hindurchführt. Genau. Ja, Dr. Zeike versucht mal ein Rezept auszustellen. Ja. Das Dr. Rezept ist ganz Zeike, einfach. Da wir schreiben haben wir heute. eine gute Dosis MicroStation drauf. Und dann sieht das Ganze so aus. Und über Dateiformate brauchen wir uns gar nicht lange unterhalten. Sind wir heute schnell fertig. Wir nehmen das DGN-Format und das war's. Nein, nicht wirklich. Also DGN ist ja das native Dateiformat von MicroStation, von Bentley. Sicherlich ein wichtiges Format, inzwischen auch im Infrastrukturmarkt.
Aber ja, wir wissen, dass die Welt eben nicht nur aus MicroStation-Anwendungen besteht. Es gibt ganz viele andere Sachen. Und ich möchte einfach mal damit beginnen. Ich habe hier eine DGN geöffnet und ich möchte jetzt nochmal eine zweite Datei oder einfach mal den Öffnungsdialog hier anzeigen. Ja, und wir haben also hier eine ganze große Liste in der MicroStation. Das mache ich vielleicht ein bisschen weiter unten. Ich klappe die nach oben auf. Ja, wir haben eine ganze lange Liste von Formaten, die man mit MicroStation lesen kann. MicroStation oder PowerDraft, also mit den Bentley-Produkten. Das ist so ein bisschen, seitdem ich Bentley Systems kenne, und das ist inzwischen schon 26 Jahre, ist das eigentlich so eine Philosophie, ja, dass man nicht nur aufs eigene Format schaut, wie das vielleicht viele andere Hersteller machen, sondern dass wir einfach versuchen, wirklich so viel wie möglich auch andere Formate lesbar zu machen, ja, damit eben diese ganze bunte Welt in den Projekten zusammenkommen kann. Und darum wird MicroStation sehr häufig eingesetzt, ja, um alles irgendwie in ein Koordinationsmodell zusammenzuführen, ohne groß konvertieren zu müssen, ja, weil eben so viele verschiedene Formate lesbar sind. Das geht halt los mit dem, ja, fast wichtigsten CAD-Format, dem DWG. Ja, das ist also 1:1 lesbar. Wir haben Real DWG integriert. Da war schon mal eine Sitzung drüber, als wir über die Formate gesprochen haben. Und man kann also DWG-Dateien hier 1:1 öffnen, ohne Konvertierung. Genauso gut DXF für den Datenaustausch kann fast jedes CAD-Programm schreiben. Ja. Ich finde, der Nachteil beim DXF ist dann immer, ein DXF hat halt oder ein DWG hat meist nur reine Grafik. Ja, da fehlen möglicherweise Attribute, da fehlen möglicherweise Informationen. Also schauen wir auf andere Formate. Ja, und wenn es in Richtung Geoinformationssysteme geht zum Beispiel, dann könnten wir mal über die Shape-Dateien nachdenken. Shape-Dateien beinhalten auch eine kleine Datenbank, also die Attribute können damit rausgeschrieben werden zur Grafik. Und man sieht dann wirklich die Informationen, die wichtig sind für diese Geometrie. Ich habe nachher noch ein Beispiel dafür. Oder im Hochbau ganz wichtig, ja, oder generell im Bereich BIM, das IFC-Format. Ja, das ist heutzutage, muss man es fast immer schreiben können und lesen können. Also die kann man einfach mit einbeziehen. Richtung Maschinenbau haben wir sowas wie JT oder Object, OBJ-Dateien und so weiter. Ja, die kann man also direkt öffnen und verwenden. In der Visualisierung, SketchUp-Dateien, ja. Es gibt ein 3D-Warehouse im Internet, wo man also 3D-Modelle von irgendwelchen Anwendern bereitgestellt, Google SketchUp gemalt, hätte ich fast gesagt, oder konstruiert oder irgendwo anders in anderen Programmen erstellt. Ja. Und das nehmen wir ganz gern zur Visualisierung. Ich hatte mal die Aufgabe, da sollte man so ein bisschen so ein Büro visualisieren und da sollte auf dem Schreibtisch einfach ein kleiner Becher stehen mit 3, 4 Stiften und einem Zirkel und ja, so ein bisschen Büro-Schreibutensilien. Und dann bin ich einfach mal in das 3D-Warehouse rein, habe ein bisschen gesucht und nach, keine Ahnung, 2, 3 Minuten hatte ich 3, 4 so Modelle, die ich dann verwenden konnte. Ne? Und schon war alles mit dabei. Also eine ganze große Vielzahl von Dateien, die wir lesen können, die wir öffnen können. Und alles, was man öffnen kann, das kann man in MicroStation dann aber auch referenzieren, ne, als XREF, als externe Referenz. Und ich habe hier mal einfach eine DWG-Datei zum Beispiel referenziert. Die DGN ist leer, die ich benutze, da ist nichts weiter drin, ne, das ist nur die äußere Hülle. Und die DWG-Datei habe ich dann angehängt, die kann ich hier mal einblenden. Und die wird dann gelesen. Ja, und in der DWG-Datei sind alle Daten, die der Vermesser geliefert hat. Das ist eine bestehende Straße mit ein paar Grundstücken links und rechts und diese Daten sollen jetzt als Ausgangspunkt für eine, ja, Umbaumaßnahme auf dieser Straße dann dienen. Ja, und wie gesagt, die Daten, dafür bin ich nicht verantwortlich, die haben wir nicht mit MicroStation erfasst. Die hat jemand im DWG gezeichnet und hat die dann hier zur Verfügung gestellt. Ja, kann ich 1:1 lesen. Die sind auch von den Koordinaten her genau da, wo sie hingehören. Thema Koordinaten. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr Informationen haben zu dem, was hier an der Stelle los ist. Ja. Und ich möchte jetzt also nicht nur mit Vektordaten arbeiten, wie DWG, DXF, Shape-Dateien und so weiter, sondern ich möchte jetzt einfach mal ein paar Bilder hinterlegen. Ja, ich brauche eine Hintergrundkarte. Und ja, diese Hintergrundkarte, die könnte ich jetzt zum Beispiel aus Luftbildaufnahmen anhängen. Ja, ich habe mir da extra mal ein paar Bilder aus dieser Region heruntergeladen. Das ist dann nicht mehr die normale Referenztechnik, die XREF-Technik, sondern wir haben hier einen Rastermanager. Und mit dem Rastermanager kann ich dann praktisch ja, Bilddaten verwalten und anhängen. Ich habe hier mal sogenannte ja, Mr. SID-Dateien, SID ist das Format. Das ist so ein ja, spezielles Format für Luftbilder mit Georeferenz und so weiter. Die kann ich anhängen.
Wenn das Format nicht da ist, verfügbar ist, dann können wir hier auf ganz viele verschiedene solche Rasterformate zurückgreifen. Ja, so die üblichen Sachen wie zum Beispiel auch JPEG und TIFF und Bitmap natürlich. Ja, und so weiter und so fort. Wo sind sie denn? Da ist ein Stück weiter unten. Ja, da kommen dann so TIFF-Dateien und JPEG-Dateien und so weiter und so fort. Das Schöne, wie gesagt, ist, wenn die Daten, die hier als Luftbild kommen oder als überhaupt als Bildinformationen, wenn die georeferenziert sind, ja, also eine Information haben über Lage und Größe und so weiter, dann können wir die auslesen. Da muss man auch wieder gar nichts weiter tun, die Daten einfach anhängen. Ja, und wenn die Dateien angehängt sind, dann werden die automatisch da platziert, wo sie hingehören. Ja. Ich habe die mal in Ansicht Nummer 1, habe ich die schon mal eingeblendet, diese Daten. Und wir sehen jetzt hier quasi zu der Zeichnung, die da noch ein bisschen so blau und grün aufleuchtet, ja, sehen wir noch ein paar Hintergrundinformationen. Ich kann also sehen, dass hier oben nochmal so eine große Hauptstraße quer verläuft und dass hier ein riesen Einkaufszentrum gleich neben der Baustelle ist und so weiter. Ja, und das rechts, das sieht aus wie eine Wohnsiedlung mit ein paar Gewässern. Okay, ja. Eine kleine Anzahl an solchen Bildern, mehr habe ich jetzt nicht geladen. Ist auch eine Frage der Datenmenge und manchmal kosten die auch ein bisschen Geld. Also da wollten wir jetzt nicht noch mehr Umgebung anzeigen. Und dann kurze Zwischenfrage an der Stelle. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen, was die Größe oder so anbelangt? Ich weiß, wir hatten das Thema jetzt schon, aber weil es ja jetzt nicht direkt einlesen, sondern nur anhängen und damit arbeiten ist, gibt es da irgendwelche Einschränkungen, die wir da beachten müssen? Nicht wirklich. Ich habe einen Datensatz, da sind, ich glaube, 480 oder so 450 verschiedene Luftbilder angehängt. Die wurden dann sogar nicht einfach bloß angehängt, sondern sie wurden projiziert auf ein Geländemodell, sodass also auch über das Geländemodell noch so ein 3D-Effekt zustande kommt. Ja, und da haben wir die ganze Stadt Helsinki, war das damals das Beispiel, haben wir damit abgebildet. Also da gibt es eigentlich keine Grenzen. Die Grenze ist der Arbeitsspeicher. Ja, der ist natürlich irgendwann mal voll, aber Windows 10, 64-Bit, MicroStation ist auch 64-Bit, da gibt es eigentlich nicht wirklich eine Grenze. Okay, cool. Danke. Ja. Jo, gerne. Solche Bilddaten haben immer den Nachteil, dass man die ja ständig aktualisieren muss. Das heißt, ich muss dann wieder gucken, wo kriegt man den neuesten Stand. Ja, die werden teilweise neu aufgenommen dann. Gut, es wird sich jetzt auch nicht jeden Tag was ändern, aber ja, gerade in vielleicht Regionen, wo sehr viel neu gebaut wird, muss man halt da wieder auf dem Laufenden bleiben. Ja. Und von daher möchte ich eine zweite Möglichkeit zeigen, eben nicht mit Bilddaten zu arbeiten, sondern wir können in MicroStation genauso mit WMS-Daten, Web Map Services, arbeiten. Ja? Das ist, man muss das vorbereiten. Ich habe hier meine entsprechende Definitionsdialog. Muss dann quasi sagen, wie heißt der Server, von dem ich da was abholen möchte. Ja, ein paar Beispielserver sind mit drin, die kann man nehmen. Oder eben den eigenen Server angeben, die eigene Adresse. Ja, wenn man den Server dann gefunden hat, dann sucht man auf dem Server. Ich gucke mal, ob ich irgendwas Schönes finde. Ein paar Beispieldaten müssten noch irgendwo da sein. Gucken wir mal, der müsste was haben. Wenn der Server dann verbunden wurde, ja, was er leider nicht kann momentan, der ist nämlich nicht immer verfügbar, kann man hier verschiedene Kartenlayer aussuchen. Ja, und kann sich das alles zusammenstellen. Da gibt es dann Hintergrundkarten, da gibt es topografische Daten und so weiter und so fort. Ich habe hier mal schon was angehängt. Das können wir uns gerne mal angucken. Ja, so sieht dann so eine WMS-Definition aus. Und da gibt es die entsprechende Vorschau, wenn es dann gleich geladen ist. So, das sind die entsprechenden Layer, die hier verfügbar sind. Und gut, bei dem Server ist auch nicht allzu viel verfügbar. Ja, aber der zeigt mir zum Beispiel so eine Weltkarte. Und das sind dann Daten, die wirklich live im GIS aktualisiert werden, ja, die man dann jedes Mal neu geladen bekommt. Und wenn ich jetzt mal umschalte von der Ansicht her auf die nächste, da habe ich nämlich das WMS eingeblendet, ne, diese WMS-Datei oder diese WMS-Verknüpfung. Dann sieht man hier, diese Daten kommen jetzt nicht aus Luftbildern, sondern die kommen halt aus einem GIS, ne, also aus einer aktuellen Datenbank. Und da muss ich mich nicht selbst drum kümmern, die zu aktualisieren, sondern ich muss die einfach nur neu laden. Und wenn ich jetzt ein bisschen rauszoome, dann werden wir sehen, der wird auch hier die ganze Umgebung mit anzeigen. Braucht halt ein bisschen, weil es online ist und weil die Daten natürlich jetzt übertragen werden müssen. Also wir haben hier wirklich nicht nur den kleinen Ausschnitt, sondern wir haben ringsherum noch mehr. Das, wie gesagt, muss jetzt bloß nochmal neu nachgeladen werden. Dann baut sich das immer mehr auf.
Also ich habe ja ein richtig großes Stückchen von der Weltkarte im Hintergrund, was ich da auch nutzen kann. Die neueste Option, die wir jetzt haben, ist dann auch die WMTS, die Webmap Tile Services. Beim WMS ist halt das Problem, dass da immer die ganze Karte komplett im ganzen Koordinatensystem geladen wird. Ja, und nicht nur der kleine Ausschnitt, den wir gerade sehen. Das dauert manchmal sehr lange. Und diese Tile Services, da ist dann die Karte unterteilt in kleine Kacheln. Tile ist Kachel auf Deutsch. Ja, und das ist also insofern eine Beschleunigung, weil immer nur die Kacheln geladen werden, die gerade in der Ansicht sichtbar sind. Ja, und nicht die ganze Karte versucht wird zu laden. Das ist dann besser aufgeteilt. Das ist eine neue Technik, die da verwendet wird. Ja, und ist dann ab der nächsten Version ist das sogar freigegeben dann und für alle verfügbar. Kurze Frage dazu, sind die, diese WMS-Daten, sind die dann automatisch gleich georeferenziert oder? Ja. Das heißt, die laden sich automatisch an die Echtposition rein, die, weil diese Daten denen direkt mitgegeben worden sind. Ja. Okay. Diese WMS-Server, das sind ja geografische Informationssysteme, die sind in der Regel georeferenziert und man sieht hier die Projektionsdaten, die Geokoordinaten, man sieht das Koordinatensystem, was verwendet wird. Und so weiter. Und mit diesen Informationen kann MicroStation die Daten wirklich an die richtige Stelle bringen. Ne, die sind also genau da. Ich habe sie nicht verschoben, bloß angehängt und dann waren die da. Okay. Voraussetzung ist auch, dass im Hintergrund natürlich in MicroStation ein Koordinatensystem angehängt ist. Ja, jetzt sieht man gleich, wo die Daten herkommen. Florida East. Mhm. Das ist das Koordinatensystem für diese Region. Ja, und mit diesen Informationen, Zeichnung ist so, WMS-Daten oder auch die Luftbilder sind auch referenziert, haben auch ein Geokoordinatensystem. Und aus diesen Informationen rechnet MicroStation dann die Projektion und packt das Ganze dahin, wo es hingehört. Okay. Super. Dieses Geokoordinatensystem ist übrigens auch eine gute Methode. Wenn ich jetzt gar nichts habe, wenn ich kein WMS anzapfen kann, wenn ich keine Bilddaten bekomme, ja, dann gehe ich einfach in das Ansichtsfenster, wie hier gezeigt, und jedes Ansichtsfenster hat Ansichtsattribute. Ja, und ein Attribut ist verfügbar, das nennt sich Hintergrundkarte. Das ist allerdings erst verfügbar, wenn ich hier wirklich diese Zuordnung zum Geokoordinatensystem gemacht habe. Ja, wenn das angehängt ist, und so zwei Schritte, nehmen wir eine Minute, dann kann ich sagen, okay, ich lasse mir die Hintergrundkarte anzeigen und ich habe mich hier mal für eine Straßenkarte entschieden. Ja. Das ist auch eine Art von Bilddaten, die wir lesen und das ist nicht wirklich ein Dateiformat, aber die Übertragung kommt in dem Fall, man sieht es links unten, ja, von Microsoft Bing. Und die Karten werden bereitgestellt von Microsoft und von TomTom. Na, das sind also aktuelle Daten, 2021, bin ich auf dem neuesten Stand und habe hier mal eine kleine Karte im Hintergrund. Die geht auch relativ schnell beim Laden, ja, ist nicht ganz so kritisch wie die WMS-Dienste. Und dann können wir mal gucken, wo wir gerade sind. Wir sind also irgendwo ein bisschen westlich von Fort Lauderdale, ja, im schönen Florida. Wenn wir noch weiter westlich gehen, sind wir in den Everglades, müssen wir die Gummistiefel anziehen oder so, keine Ahnung. Ja, also genau hier ist das. Sollte ich vor Alligatoren in Acht nehmen? Ja, vor allen Dingen, ja. Aber die sind ganz brav da, das sind ja alle trainiert. Naja, solange sie nur virtuell da sind, ist es ja egal. Kurze Frage jetzt von meiner Seite. Könnte ich jetzt auch Google Earth-Daten nutzen? Ja. Also, dass ich quasi das live dann, also live Google Earth 3D-Daten dann hinten dran hänge, anstelle jetzt einer reinen Straßenkarte. Müsste ja eigentlich genauso funktionieren dann. Live nicht unbedingt, aber wir können... Also live in Anführungsstrichen. Also. Genau, wir können Google Earth-Daten übernehmen. Also eine Live-Verbindung wird da nicht sein, aber hier sind zum Beispiel die Werkzeuge dafür. Ja, wir können, da ist es, glaube ich, Google Earth Bild erfassen, heißt es hier. Mhm. Und das ist nicht nur das Bild. Ja, Google Earth hat auch ein Geländemodell, ein recht einfaches zwar und nicht immer sehr präzise, aber für einen ersten Eindruck reicht das schon mal. Ja. Genau. Und da kann man also das Luftbild und ein Geländemodell übernehmen aus Google Earth. Mhm. Das wird dann hinterlegt und ich habe quasi dadurch schon mal die Umgebung. Ja, genau. Genau. Eine schicke Taktik, wenn man so in der ersten Phase ist, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und genauso kann man es so wieder zurückgeben. Es gibt einen Export nach Google Earth, der ist auch hier mit drin. Ich glaube, da oben ist er. Ne, das sind die Einstellungen. Wo haben wir einen Export? Da müsste er sein, oder? Ansicht folgen, Ansicht synchronisieren, dann ist das Datei exportieren, genau. Das heißt, ich kann mir eine ganze eigene Planung aus dem CAD ja, wieder zurückgeben und kann das über das Google Earth Geländemodell über das Bild drüberlegen und kann quasi meine eigenen 3D-Objekte dort ergänzen. Ja, die es noch gar nicht gibt, so auf der Welt, die erst geplant sind. Ja. Oh. Cool. So eine schöne Art zu präsentieren. Ja, dann nicht immer so 3D-PDF oder so, sondern man kann ja auch das Ganze mal in der realen Umgebung zeigen. Ne? Und
in Google Earth sind ja immer mehr Städte auch in 3D erfasst, ja. Und wenn ich dann irgendwas dazu baue, dann ist das halt gleich in der Umgebung, ja, mit den anderen Gebäuden und so weiter, dann sieht man gleich, wie es aussieht. Das ist auch keine schlechte Idee, ja. Super, danke. Genau. Da geht es auch um Dateiformate, hier geht es um das KML-Format, KML von Google Earth. Genau, lesen, schreiben, alles möglich. Genau. Ja, dann würde ich gerne nochmal in die Ansicht 4 schauen. Da habe ich noch ein bisschen angezeigt. In Ansicht 4 haben wir nämlich jetzt dieselbe Situation wieder. Ich habe hier meine Grundkarte quasi oder meine Vermessungsdaten aus dem DWG. Ja, und ich möchte jetzt einfach mal noch ein paar mehr Referenzen einschalten. Die habe ich schon angehängt. Ich habe nämlich diese SHP, die Shape-Dateien, angehängt. Ja, mit so einer Shape-Datei kriegt man nicht nur eine Datei, da kriegt man meistens 3, 4 Dateien, manchmal sogar noch mehr. Aber die wichtigsten Dateien sind halt die SHP, das ist die Geometrie. Ja. Dann gibt es noch eine DBF-Datei, eine Datenbankdatei, da sind die Attribute drin zu der Geometrie. Und dann ist noch eine dritte Datei meistens dabei, eine Projektionsdatei, die dann was über die Geoinformatik sagt und über die geografische Lage. Ja. Und da ist genauso, man hängt sich diese SHP-Datei hier als Referenz an. Wenn wir das jetzt einschalten, dann sehen wir eben die ganzen Hauptstraßen in diesem Gebiet und wir sehen dann auch die entsprechenden Traffic Signals, also die Ampelanlagen, die wir da mitgenommen haben. Ja, und diese roten Kreise, das sind die Ampelanlagen und das andere sind die Straßen, die da schon da sind. Also kann man schon mal gucken, okay, ja, die Vermessung war recht präzise, wir liegen genau da auf der Mitte der Straße, das DWG passt und so weiter und so fort. Und diese Daten über Straßen und Ampelanlagen, ne, die habe ich mir jetzt nicht als DWG besorgt, sondern habe ich wirklich als Shape-Datei angehängt. Weil ich kann jetzt nämlich hier auf die Daten zurückgreifen, auf die Attribute. Ja, Geokoordinaten brauchen wir nicht mehr. Ich weiß, da ist irgendwo eine Straße. Ja, da taucht ein bestimmter Name auf. Der Broward Boulevard. Knoten in der Zunge hier. Also, der schreibt sich so. Broward. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Keine Ahnung, ich bin kein Amerikaner. Also ich weiß, ja, die gibt es irgendwo. Ne? Und dann kann ich danach suchen, so einfach Schnellsuche, wunderbar. Und jetzt komme ich hier 68 Ergebnisse zurück. Ja, also ein paar Straßenelemente sind mit diesem Namen versehen und ein paar Traffic Signals, also ein paar Ampelanlagen. Ich kann wirklich auf Daten aus der Shape-Datei zurückgreifen. Intelligente Daten mit Attributen. Und du siehst auch, das leuchtet jetzt auf. Ja, die Straßenzüge sind halt aus einzelnen Linienzügen hier zusammengesetzt, ja, immer bis zur nächsten Kreuzung oder Einmündung. So ist es halt aufgebaut und darum diese vielen Straßen. Das können wir noch ein bisschen deutlicher machen, ne, indem wir einfach die Umgebung so ein bisschen transparent schalten. Und wenn ich jetzt reingehe, ja, ich suche dann also quasi hier verschiedene Signalanlagen, die leuchten dann auf. Ja. Und ich kann mir sogar noch die Details dazu anzeigen lassen, die muss ich bloß noch öffnen. Dann habe ich sogar noch eine Übersicht, ja, was ist das für eins und was steckt dahinter, ja, welche Koordinaten hat es und so weiter. Und diese Shape-Files kommen üblicherweise aus einem GIS-System? In der Regel, ja. Marktführer ist da, glaube ich, Esri, ja, solche Firmen, die haben dann verschiedene GIS-Systeme, aber fast jedes GIS kann sowas schreiben und kann das auch mitgeben. Okay. Genau. Ja. Das, wie gesagt, und am Ende entsteht dann eine wunderschöne Übersicht, ja, und ich habe dann ganz viele Informationen zu meinem Projekt, kann dann eigentlich loslegen, ne, weiß also, okay, an der Kreuzung da oben ist noch eine Ampelanlage und dann hier weiter unten ist noch eine. Ja, da sieht man genau, wie der Verlauf ist. Genau, und so kommen die ganzen Daten dann zusammen. Gut. Bis dahin waren das alles noch 2D-Daten, die ich gezeigt habe. Mhm. Ja. Ich denke, der nächste Schritt ist dann, wir müssen ja auch irgendwie wissen, wie sieht es denn aus hier an der Stelle, wie sieht das Gelände dort aus, ja, und auch da habe ich mal schnell was vorbereitet. Ich habe nämlich hier mal eine Zeichnung mit einem Geländemodell und ja, das ist jetzt nicht einfach nur eine Sammlung von irgendwelchen Linien und einzelnen Segmenten, sondern das ist ein Element, ja, das ist wirklich das Element Gelände oder Terrain, ja. Das ist ein Elementtyp in MicroStation. Und gut, wir sprechen jetzt nicht über Elementtypen, sondern über Dateiformate. Und eine Möglichkeit, das auszutauschen, ist halt das LandXML zum Beispiel. Ja, das kann ich hier einlesen. Das heißt, ich habe dann meine Tiefbausoftware, die mit diesen Geländemodellen umgehen kann. Ja, ich habe irgendwo ein Stück Software, wo ich das Ganze rechnen kann.
Und die schreiben mir dann dieses Format zum Beispiel raus, ne, und ich kann dann das Land-XML einlesen. Und da sind alle Informationen drin, die ich brauche. Ne, da sind die ganzen Quelldaten vom Geländemodell drin. Und aus diesen Quelldaten berechnet MicroStation dann in Echtzeit quasi das Gelände. Ne? Mhm. Das sieht man daran. Wäre zum Beispiel ja auch eine Sache, wenn ich jetzt mit Context Capture eine Geländebefliegung mache und in Context Capture das Modell rechnen lasse, dann kann ich das auch über diese Schnittstelle dann in MicroStation einlesen und weiterverwenden. Richtig, da gibt es dann auch eine Möglichkeit, dass die Bilddaten plus die vielleicht noch Punktwolken, die kommen und so weiter, das zusammenzurechnen. Mhm. Und daraus kann man auch ein Geländemodell dann übergeben. Ja, da gibt es dann, das ist nicht mehr MicroStation, das Geländemodell zu erzeugen, ist nicht MicroStation-Aufgabe. Ja. Ja, da haben wir andere Applikationen. Aber die Weiterbearbeitung halt. Kannst lesen, genau. Mhm. Und dass das wirklich aus berechneten Sachen besteht, ja, sieht man hier in den Eigenschaften. Ich habe jetzt die Darstellung auf Konturen gestellt, die kann ich jederzeit ausblenden, die Konturen. Ja, es gibt Hauptkonturen, Nebenkonturen. Es gibt auch eine Eigenschaft, wie die Abstände zu rechnen sind. Ich möchte jetzt lieber die Dreiecke sehen, also schalte ich mir die Dreiecke ein. Ja, und dann habe ich hier eine vernetzte, vermaschte Oberfläche. Man sieht also, dass hier irgendwo eine Straße geplant ist. Da fehlt noch die Brücke. Ja, das ist das reine Rohgelände, was wir hier haben. Und da kann man jetzt ranzoomen, dass man das ein bisschen ranzoomen, weil es ist wahrscheinlich ein bisschen... Kann man schon, ja. Genau. Ich glaube, so sieht man es besser. Ich kann ein bisschen Licht machen. Ja. So sieht man nicht wirklich, aber ja, ich glaube so. Ich denke, so kann man es dann schon erkennen. Bloß also kann man es erkennen, wenn ich ein bisschen drehe. Ne? Also hier geht, hier unten geht eine Straße einmal quer und die andere Straße soll oben drüber laufen. Ja, das ist schon so weit aufgenommen. Und die Brücke, die fehlt halt noch, da drüber zu gehen. Ich weiß nicht, ob es ein Fluss ist oder eine Straße. Irgendwas läuft hier unter der Straße durch. Okay. Und das ist einfach eine Aufnahme. In dem Gelände sind halt die Quellobjekte drin. Wir haben Bruchkanten, wir haben Umrandungen, wir haben die Koordinaten von Punkten, wir haben Löcher, Inseln, Lücken und so weiter. Ja, Punktobjekte. Das sind alles Dinge, aus denen das Geländemodell gerechnet wurde. Und damit kann ich dann arbeiten. Das kann ich hier darstellen und kann das als Basis nehmen für meine Planung. Google Earth, ja, liefert auch Dreiecke zumindest oder irgendwelche Netze, ja. Aber wie gesagt, die sind nicht sehr präzise und sind nicht wirklich ein Geländemodell. Das ist einfach nur mal so ein paar Shapes unter meiner Planung. Ich glaube, der Unterschied liegt auch daran, wie es aufgenommen worden ist, weil die Google Earth fahren ja quasi mit ihren Autos durch die Straßen, um so einen Scan zu machen. Und das Geländemodell hast halt vermutlich eine Drohnenbefliegung und da werden dann halt alle Dinge wesentlich detaillierter aufgenommen. Und dann ist halt auch eine Frage, wie detailliert tatsächlich dann dieses Modell erstellt wurde. Und genau. Also ich hatte mal gesehen, dass man tatsächlich bei mit Context Capture haben die ein Modell erstellt von einem Stromkraftwerk, wo dann wirklich selbst jedes einzelne Käbelchen und jeder einzelne Transformator, also wirklich super präzise aufgenommen wurde. Das heißt, du kannst es dann wirklich genau hinterlegen, aber auf der anderen Seite wächst die Datenmenge und dann brauchst du halt tatsächlich eine kraftvolle Software, die das dann auch weiter benutzen kann. Genau. Ich höre schon auf mit dem Spielen hier, mit den Darstellungen. ich wollte mal versuchen, noch ein paar andere Darstellungen hier reinzukriegen, dass man es vielleicht noch ein bisschen besser sieht von der Höhe her. Aber das kriegen wir jetzt nicht so schnell hin. Ich denke, das versteht man auch so. So. Ich glaube, wenn ich so ein bisschen noch hin und her drehe, dann sieht man, worum es da geht. Und hier geht es halt um eine Basis auch. Und solche Dinge kommen auch teilweise aus Bentley-Tiefbau-Applikationen oder eben aus anderen Anwendungen, wo immer das dann erstellt wurde. Genau. Ja, du hast gerade angesprochen, Reality Modeling, Reality Meshes und so weiter. Da fällt mir sofort ein, das Schnellste, irgendwas aufzunehmen, ist sicherlich die Punktwolke. Ja? Schauen wir mal da rein. Punktwolken gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Formaten. Ja? In MicroStation ist es so, dass wir ein spezielles Werkzeug haben, um Punktwolken zu referenzieren, sichtbar zu machen, zu lesen. Und dieses Werkzeug funktioniert so ähnlich wie alle anderen Referenzdialoge. Ich habe hier die Punktwolke angehängt, muss das also irgendwann mal machen. Und auch hier sieht man jetzt praktisch, wie viele Formate dort verfügbar sind und verschiedene Hersteller, Leica, Riegel und so weiter oder allgemeine Formate, LAS, LAZ, was haben wir noch, XYZ-Dateien, ASCII-Dateien, also alles Mögliche kann hier eingelesen werden direkt. Fairerweise muss ich dazu sagen, dass wir das intern dann ins eigene Format, ins POD-Format umrechnen. Also das da beim ersten Mal, wenn ich zum ersten Mal eine LAZ kriege,
oder eine, weiß ich nicht, eine E57-Datei, ja, dann kann ich die öffnen und dann muss ich ein bisschen Zeit investieren, dass die dann ins POD umgewandelt wird. Aber macht, das ist, macht MicroStation das automatisch oder ja, muss ich es anschubsen? Muss man gar nichts tun. Also ich stelle hier ein, ich habe eine E57, lade die E57-Datei und gehe zum kleinen Balken da unten, so ein Fortschrittsbalken durch, bis er fertig ist und dann hat man die POD-Datei auch gleichzeitig noch zur Verfügung. Ja. Und wenn sich nichts mehr ändert an der Wolke, braucht man es auch nie wieder machen. So kann man also Punktwolken einlesen und dann am Ende, das ist, was man da bekommt. Ne, ich habe hier mal so drei Ansichten gemacht. Ich habe hier eine 3D-Ansicht von der Punktwolke, also ein Stückchen Gleis, ja, was da aufgenommen wurde, sogar mit Zügen drauf und so weiter. Und die Idee war, dass wir einfach mal gucken, ja, über eine Schnittdarstellung, die wir hier definiert haben, das ist ein reines MicroStation-Tool, haben wir dann diese Ansicht bekommen hier oben, ja, diese geschnittene Ansicht. Und man sieht hier quasi die Waggons auf der Schiene. Das ist dieser Bereich der Punktwolke. Und man sieht oben drüber, aha, einmal das Bild neu aufbauen, warum nicht? Hat man auch lange nicht. Ja, Ronald, wir sind live. Ja, irgendwas rechnet MicroStation gerade, keine Ahnung, was er da tut. Jetzt ist er wieder da. Also, wir haben hier die Waggons auf der Schiene und oben drüber ist eine Stromleitung, die da die Eisenbahn kreuzt. Ja, und die Idee war hier, oder die Aufgabe, unter anderem eine der Aufgaben, ist zu analysieren, ja, wie ist dann der Abstand zwischen den Waggons, wenn sie auf der Schiene da vorbeifahren, und der Stromleitung. Jetzt gucke ich mal, ich glaube, da ist ungefähr der tiefste Punkt. Ja. Wenn ich das rausmesse, dann sieht man, das sind 9,12 Meter, ja, in etwa. Die Vorschrift ist aber 10 Meter Abstand zu den oberen Punkten der Fahrzeuge. Ne? Da haben wir also ein Problem an der Stelle. Da muss die Elektrofirma nochmal her und muss gucken, dass wir die Kabel nachspannen. Ja, oder wie auch immer. Genau. Und die Punktwolke aufnehmen, keine Ahnung, das dauert eine halbe Stunde vielleicht, ja, dann ist das alles drauf. Oder bei dem ist ein Überflug, vielleicht dauert es eine Stunde. Ne? Also kein Thema. Dann kann man die Punktwolke einlesen, sichtbar machen, analysieren, ja, visualisieren, wie auch immer. Mhm. Ganz wichtiger Ansatz. Bei den Punktwolken fällt mir immer wieder auf, wenn man dann so aus der Entfernung drauf guckt, sieht das alles ganz gut aus. Ne? Aber wenn ich jetzt ein bisschen ins Detail gehe, und ein bisschen reinzoome, dann sieht man halt irgendwann wirklich die Punkte. Ja? Und hier sind die Punkte mit, glaube ich, ein paar Zentimeter Abstand gemessen. Ja? Das ist nicht wirklich die hohe Auflösung. Weil klar, je mehr Punkte, umso größer wird die Datei, umso schwieriger wird das Handling. Und wir haben also hier eigentlich zu wenig Punkte, um aus der Detaillierung noch was zu erkennen. Ja? Das sieht irgendwann aus wie so ein Sternennebel. Von daher gibt es noch eine bessere Möglichkeit. Ja? Du hast es schon erwähnt, es gibt unser Context Capture, wo ich dann im Context Capture quasi die Punktwolken einlese und vielleicht noch ein paar Fotos, die wir mitgemacht haben in einer bestimmten Reihenfolge. Ja, und dann wird alles zusammen gerechnet. Und was dabei rauskommen kann, habe ich auch mal hier vorbereitet. Das haben wir auch schon mal gezeigt im ersten Live, glaube ich. Ja, nämlich unser Reality Mesh aus Italien. Das ist eine Aufnahme durch Überflüge und durch Bodenaufnahmen und ja, eigentlich ein bisschen traurig der Anlass, weil da ist ein dicker Erdrutsch passiert in dem Gebiet oder ein Erdbeben sogar. Da ist hier der Hang abgerutscht, ja, und hat da ein halbes Dorf zerstört. Und direkt nach diesem Erdrutsch ist dann halt diese Aufnahme entstanden. Ja, und wir haben jetzt wirklich ein super 3D-Modell, ja, um halt anhand dieser Daten zu gucken, erstens, wie groß war der Schaden, zweitens, was kann man tun, um das wieder aufzubauen. Ja, also das ist jetzt so die Situation direkt nach der Katastrophe. Ich glaube, die ersten Aufbaumaßnahmen sind schon im Gang an der Stelle, ne? Aber man kann wirklich, ja, wie gesagt, solche Sachen machen. Ist auch relativ schnell getan, ja, überfliegen, ein paar Mal hin und her, ein paar Bodenaufnahmen von Details noch machen, dann alles rechnen lassen im Context Capture und dann hat man wirklich so ein Netzmodell. Und wenn ich da jetzt ganz dicht reinzoome, das ist dieser Schuppen, der da steht, ja, ich meine, man merkt irgendwann, dass das hier keine Bodenaufnahmen, sondern nur Luftaufnahmen waren. Aber ich kriege trotzdem ziemlich große Details hin. Ja. Und das ist ja das, was du erzählt hast mit deiner was ist das, ein Umspannwerk war das, glaube ich. Ja, genau. Elektroverteilerstation. Und da kann man wirklich reinzoomen. Da hat nämlich wirklich jemand Fotos gemacht von den Bauteilen. Da kann ich hinzoomen und ich weiß, da ist bei dem einen Trafo ist da ein Typenschild und ich kann wirklich das Typenschild eins zu eins auslesen mit all seinen Details. Ja. Ich sehe sogar die kleinen Rostflecke, die es schon hat. Genau. Ja.
Also das kommt darauf an, wie viele Fotos, wo die Fotos gemacht werden und wie das dann zusammenrechnet. Richtig, also das ist, genau, das ist das, was ich vorhin dann eigentlich damit sagen wollte. Also man kann das unendlich genau machen, dass ich wirklich jedes einzelne Mini-Detail sehen kann und auch nachvollziehen kann und messen kann. Oder so wie da war halt der Zweck ein bisschen andere, da ging es halt mehr um das große Ganze, was ist insgesamt alles kaputt. Da muss ich natürlich nicht jeden kleinsten Kiesel dann dokumentiert haben, sondern nur das Grobe, also das Mittelgrobe zumindest, um zu sehen, was ich damit anfangen kann. Ja, und wie gesagt, die Aufgabe war dann auch, hier ein Geländemodell zu haben, um halt ein Konzept zu entwickeln, wie können wir das Ganze wieder aufbauen. Ja, und das ist auch wirklich so umgesetzt worden, da ist ein Projekt dann entstanden draus, wo dann einfach mit zum Beispiel mit Inroads oder ja, Open Roads ist es ja jetzt, muss ich mich umdenken, also die Bentley Straßenbausoftware ist dann hier verwendet worden, ja, um da die Straßen nochmal nachzubauen und zu planen und alles auf Basis der Daten, die wir hier aus der Bestandsaufnahme gewonnen haben. Also für alle, die das interessiert, die Aufnahme ist auf YouTube verfügbar und kann man sich jederzeit nochmal anschauen, um zu sehen, was da der Stand war, der dann erarbeitet worden ist aus diesem Projekt. Genau. Cool. Ja. Ja, jetzt haben wir also, wie gesagt, schon ein paar 3D-Daten und hier ging es dann darum, auch wieder Gebäude aufzubauen und so weiter. Ja, und da habe ich auch was ich zeigen möchte. Ich habe nämlich hier mal ein Bürogebäude mitgebracht. Und da muss ich jetzt auch sagen, das ist eine Kombination aus verschiedenen Datenformaten. Das Gebäude selbst, natürlich Quatsch, weil das ist nämlich schon offen, das muss ich nicht extra nochmal öffnen. Da sind wir. Genau, das Gebäude selber ist müsste jetzt lügen, aber entweder Speedicon oder Open Buildings entstanden, also eine Bentley-Applikation. Ja. Und die Basis für das Gebäude ist halt die ganze Struktur, die ganzen Träger. In dem Fall ist es aus Betonträgern gebaut. Wir haben also unten gucken so ein paar raus. Ja, das ist ein solcher Träger, Stütze und Querbalken. Und diese Daten kommen nicht aus einer Bentley-Applikation, sondern die wurden in einer anderen Software erstellt. Und zum Datenaustausch wurde hier ein sehr beliebtes Format verwendet. Das hast du vielleicht schon gesehen, nämlich das IFC-Format. Ja. Und ich schalte einfach mal die ganze DGN-Sache aus, die wir da haben. Die brauchen wir jetzt nicht mehr sehen. Ja, und was Sie jetzt sehen, ist eigentlich Inhalt dieser IFC-Datei. Und wie gesagt, da sind also die ganzen Deckenträger, dann sind die ganzen Geschossträger hier und die Stützen geplant worden. Ja. Und das wurde dann einfach hier mit hinzugefügt und auf der Basis hat man dann die Wände ringsrum gesetzt und die ganzen Bodenplatten und so weiter gebaut. Ja, also auch eine Kombination aus verschiedenen Dateiformaten in dem Fall. Und das IFC ist jetzt direkt importiert worden und in der Datei dann weiter bearbeitet worden oder ist es nur hinten dran gelegt? Das IFC ist nur referenziert. Könnte ich es auch reinlesen und direkt dann weiter dran arbeiten? Ich kann die Objekte auch direkt übernehmen. Ja. Ich kann jederzeit, wenn ich eine X-Ref habe, kann ich hier drauf gehen, kann sagen, zusammenführen mit Master, dann werden die ganzen Elemente in meine Zeichnung übertragen. Mhm. Und dann habe ich quasi eine Kopie von den Objekten. Ja, funktioniert. Aber in dem Fall, ich möchte lieber als Referenz haben, denn die Kollegen von der Statik, hier von der Struktur, die arbeiten weiter dran, ja, mit ihrem Autorenprogramm. Und wir tauschen das IFC ab und zu mal aus. Ja. Wenn es da Updates gibt und Neuerungen, dann bauen die ihr Modell um. Ne? Ich baue dann unser Modell um, zum Beispiel in Open Buildings. Und dann wird es wieder zusammengebaut und zusammengeschaut, zusammengeführt. Und da lässt man in der Regel dann die Referenzdatei. Ne? Das, ich möchte mit macht dem ja, Zeug macht ja auch Sinn von der Abwicklung her, weil wenn einfach viele Leute zusammen an einem Modell arbeiten, dann oder an einem Projekt arbeiten, dann ist es natürlich sinnvoller, wenn dann die Einzelbausteine als Referenzen hinten dran gelegt werden, was mich ja nicht daran hindert, dass ich dann aktiv live daran arbeiten kann, weil die sind hinten dran und ich arbeite in meiner Datei. Das ist genau das, was diese Interoperabilität ja, ausmacht, das Zusammenarbeiten. Jeder arbeitet in seinem gewohnten Autorensystem. Ja. Mhm. Und dann kann man entweder die nativen Formate austauschen, wenn möglich, oder man hat irgendwelche gemeinsame Formate, wie IFC zum Beispiel, das ist ja ein offenes Format. Und damit kann ich also dann die Daten hin und her schicken und kann sagen, okay, hier sind die Daten und dann haben wir gemeinsam das Modell. Und jeder arbeitet in seinem Teil aber weiter in seinem Bereich. Mhm. Genau. Das Schöne beim IFC ist übrigens auch, dass wir da die Attribute bekommen. Das ist nicht nur dumme Grafik. Ne, wenn ich mal hier nachschaue, dann habe ich auch da Objekttypen beim IFC. Und wenn ich mir so eine Stütze angucke, ja, dann ist da wirklich eine Information dabei. Es ist eine Stütze, es hat diese Ausmaße. Ja, das ist jetzt relativ wenig, weil das hat man so eingestellt beim Export. Das reicht erstmal aus für die Situation.
Ja, aber da kann man sicherlich noch mehr mit einbauen und kann das noch ein bisschen besser definieren, wie viel da mitgegeben wird. Also ich weiß, das ist eine 18x24 Stütze, ja, aufrecht, und das ist ein Querträger, der hat irgendwie 12x24 von den Ausmaßen her, hat auch eine ID-Nummer und so weiter. Also ich kann die Sachen eindeutig ansprechen und kann dann sagen, hier, pass mal auf, bei der ID, da musst du mal nachgucken, da musst du mal bitte was ausbessern. Ja, der geht so nicht. Cool. Genau. Ja, also ich kann es nur noch mal sagen, jeder, der Fragen zu dem hat, was wir hier zeigen, soll sich bitte im Chat melden. Wir können das gerne, wenn die Zeit reicht, auch besprechen. Es kommt leider nichts. Insofern machen wir halt mal weiter. Genau. Ja, so viel habe ich auch nicht mehr. Wir sind noch fast schon durch. Ich wollte noch ein Beispiel anbringen. Ja, nicht alles muss man ja öffnen können, sondern ich habe hier eine DGN-Datei, wo ich vom Autodesk Revit die Blöcke und Familiendaten benutze, RFA-Dateien, Revit Families. Ja, und die werden in MicroStation einfach ja, wie im Block, wie eine Zelle eingefügt. Ich habe hier eine Zellbibliothek, wo ich direkt zugreife auf diese RFA-Daten. Ja, habe das da geladen. Das sind dann parametrische Zellen, so kommen die bei uns an. Und man sieht eine ganz lange Liste von Parametern, ja, die mitgegeben werden. Und so habe ich dann also quasi dieses Bauteil hier platziert. Ja. Mhm. Das ist so eine Pumpe mit ein bisschen Rohr dran, wo dann irgendwas da transportiert werden soll. Ja. Und in eine Revit Family ist ja, eine Sammlung von verschiedenen Varianten und man kann alles umbauen. Ja, und das möchte ich hier kurz zeigen. Das kann man in MicroStation dann immer noch machen. Wir haben jetzt zum Beispiel den Motor hier eher horizontal angeordnet. Ja, und wenn ich jetzt in meine Parameter schaue, habe ich zum einen die ganzen Durchmesser und die ganzen Größen. Ja, aber ich habe hier auch verschiedene Optionen, um zum Beispiel die Konfiguration für den Motor zu verändern. Ja, im Moment ist eingestellt Motorkonfiguration Inline. Ich möchte aber eher den Motor mit einer Gearbox, also mit einem Getriebe aufsetzen. Das heißt, ich schalte die Option hier ein. Ja, muss dann fairerweise auch die andere Option wieder ausschalten, dass die nicht doppelt da sind. So, und jetzt sitzt der Motor halt mit einem Getriebe oben drauf und steuert von da oben aus die Pumpe. Ja, je nachdem, wie ich das einbauen möchte, das Teil, muss ich Varianten haben. Und das ist ein schönes Beispiel, glaube ich, dafür, ne, dass man eben auch auf die Daten, die in Revit erzeugt wurden, hier wieder in MicroStation zurückgreifen kann und nicht einfach nur das nehmen, was gerade eingestellt war, sondern ich kann wirklich noch damit arbeiten. Ich kann auf alle Features und Parameter zugreifen. Ja, kann ich auch die Dimension von so einem Rohr oder so irgendwas verändern? Oder ja, ist das dann... Jetzt, ich möchte aber nicht zeigen, weil ich müsste erstmal raussuchen, welche Dimension was ist. Also wir haben hier... Also wenn es da drin steht, kann ich es theoretisch auch verändern. Genau. Das kommt darauf an, ob das jemand vorgesehen hat. Ne? Wenn natürlich jemand keine Variable an das Rohr angesetzt hat, keine Beschränkung, ja, ja. Und keine Variable, dann kann ich es nicht ändern. Aber in dem Fall ist es so, irgendeine von diesen... Ja, hier Motordurchmesser ist zum Beispiel eine von denen. Irgendwo ist auch ein Rohrdurchmesser. Ja, irgendwelche. Also generell denke ich, ist wichtig, dass man bis zum gewissen Grad selbst diese Revit-Zellen, die man da übernimmt, auch tatsächlich in den Dimensionen der Einzelbestandteile dann ein bisschen ändern kann und dem System anpassen kann. Ich denke mal, eine Frage, die viele immer haben, ist, wie kriege ich Revit-Dateien in MicroStation rein? Das geht leider nicht so einfach wie mit DWG-Dateien. Eine DWG kann ich direkt referenzieren, ja, als Datei. Mhm. Bei Revit-Dateien, wie ist da die Endung? RVT, glaube ich, heißen die. Ne? RVT, also, ja. Ja, genau. Diese RVT-Dateien, das sind spezielle Modelle, die hat Autodesk uns leider nicht offengelegt und auch keinem anderen. Die sind nur in Revit lesbar. Aber in Revit gibt es ein iModel-Plugin. Das ist Bentley Software, die man in Revit installieren kann. Also mit dem iModel-Plugin kann man ein Bentley iModel rausschreiben. Ja? Das heißt, wenn der MicroStation-User möchte, dass er Revit-Dateien einlesen kann, gibt er seinem Auftraggeber oder seinem Zulieferer oder wo auch immer die Daten herkommen, genau, stellt er die Software des iModel-Plugins zur Verfügung, der liest es ein und kann dadurch dann ein von MicroStation lesbares iModel erstellen. Ist eine Möglichkeit, genau. Und in der neuesten Version von MicroStation, ich rede hier über das Update 16, was gerade aktuell verfügbar ist, ja, ist sogar die Referenztechnik für iModels mit eingebaut. Also ich kann iModels direkt ansprechen. Okay. Wenn sie dann in der Bentley Cloud abgelegt sind, ja, da gibt es eine spezielle Ablagestruktur und dann iTwin. Und wenn ich das alles da hinspeichern würde, ja, dann kann ich von hier direkt drauf zugreifen und könnte mir das dann auch über die Cloud quasi austauschen und in mein Projekt mit einbeziehen.
Also direkt RVT ist nicht möglich, aber da gibt es genug Schnittstellen. Und ja, am Ende können die natürlich auch IFC-Dateien liefern und so weiter, die kann man auch wieder einlesen. Also gibt es einige. Weil Revit kann ja eigentlich auch DWG rausschreiben. Ja, normalerweise. Wenn man sich auf das Niveau wieder begeben möchte, ja. Warum nicht? Ja, gut zur Not. Also. Ja, weil DWG ist Möglichkeiten, ja, da gehen viele Attribute verloren und hin und her. Und also ja, da gibt es bessere Formate. Okay. Genau. Letztes Beispiel. Ich habe hier mal so ein kleines Stückchen Brücke in einer Zeichnung gefunden. Und da ist es so, dass diese Brückenträger unten drunter, inklusive Fundament und was alles dazugehört, die sind verfügbar in einem sogenannten Component Center. Mhm. Ja. Wir haben also die Möglichkeit, die Daten nicht einfach nur hier lokal oder irgendwie aus dem Netzwerk zur Verfügung zu stellen, sondern wir können wirklich im Internet, auch wieder in der Vantage Cloud, entsprechend eine Ablage aufbauen. Ich habe hier Zugriff von MicroStation aus auf dieses Component Center, da geht es wirklich live dorthin. Ja, und diese Kataloge, die hat mir ein Kollege oder haben viele Kollegen von mir mal zusammengebaut. Ja, und da sind jetzt ganz viele verschiedene Dateiformate verwendet worden. Also hier sind garantiert MicroStation-Daten logischerweise, Bentley-Daten drin, DGN-Daten. Da sind genauso aber auch Revit Family-Daten drin, da sind Daten übernommen worden, übers JT-Format, übers Step-Format, über irgendwelche anderen Geschichten aus direkt den Konstruktionsprogramm. Also wenn ich das angucke, ja, dieses Modell hier, das hat garantiert keiner in MicroStation oder sonst irgendwas gezeichnet, sondern das kommt vielleicht aus ProEngineer oder CATIA oder sowas. Ne? Das sind produktionsreife Konstruktionsdaten, die hier geliefert wurden. Ja? Mhm. Und mein Träger, den kann ich jetzt raussuchen, da weiß ich, mein Stichwort ist Peer. Und da finde ich dann auch meine Stütze entsprechend hier, mein Brückenträger. Ne? Und da ist er schon. Und das Schöne ist beim Component Center, ich habe eben wirklich die Grafik, ja, plus entsprechende Informationen. Ich sehe die ganzen Eigenschaften, die da mitgegeben werden. Sehe auch die Größen und die Variationen vor allen Dingen. Ne? Ich habe hier zwei verschiedene Größen, die kann ich mir dann angucken. Und ja, wenn mir das alles passt, was ich haben möchte, kann ich hier sagen, wunderbar, ich nehme mal den Typ 1, sage platzieren. Und gebe wieder Zelle platzieren auf, also parametrische Zelle. Ja, ich habe zwei Varianten, Typ 1, Typ 2, kann ich mir aussuchen. Typ 2 ist, glaube ich, doch ein bisschen besser geeignet, weil er ein bisschen breiter ist. Ja, und dann habe ich den am Fadenkreuz, muss nur noch da mal kurz die Drehung eingeben. Ja, und schon bin ich dabei und kann das Ding absetzen unter die Brücke. Und so kann man also dann nicht nur reine Daten austauschen, Zeichnungsdaten, sondern wir haben wirklich die Möglichkeit, auch richtige Objekte und Komponenten auszutauschen und Standards auszutauschen über dieses Netz. Ja, aber es geht ja nicht bloß um CAD-Dateien, wenn man über Datenformate redet, müssen wir auch gucken, wo kommen die ganzen Strukturen her? Ja? Wo kriegt man eine Leerdatei her? Wo kriegt man die Layer-Struktur her? Die Einstellung für Beschriftung und Bemaßung, die ganzen CAD-Standards, ja, die müssen auch mal ausgetauscht werden. Das heißt, also dieses Component Center ist also für alle, die MicroStation haben, generell verfügbar. Ja. Kann ich da dann auch meine eigenen Spezialkomponenten drin ablegen? Ja, ist ganz einfach. Sind die dann nur für mich verfügbar oder sind die dann auch für alle anderen verfügbar? Oder? Die sind für alle verfügbar, die ich da mit einbinde. Also ist es projektabhängig. Ja, ich muss die Leute dann einladen zu diesem Projekt, in die ich das hochlade. Er will gerade nicht, keine Ahnung warum. Irgendwas sagt er mir gerade. Ich glaube, ich muss mein Modell noch kurz umbauen. Also ein, zwei Voraussetzungen gibt es und dann kann ich das Modell hochladen als Komponente. Ja, oder ich kann es auch direkt im Internet machen, ohne eine CAD-Software zu haben. Kann ich auch direkt dort die Daten einlesen. Und so kann ich dann meine Komponenten gestalten. Und dann gibt es Rechte und Rollen, die man da vergeben kann. Wer hat Zugriff, wer darf das sehen? Mhm. Also ich kann das wirklich machen. Und immer mehr Hersteller nutzen das auch. Ja, wir haben da ganz viele Hersteller, wie zum Beispiel Siemens und Bosch und keine Ahnung, ja, so Hersteller von bestimmten Komponenten, die in der Planung wichtig sind, die arbeiten auch dazu und füllen unser Component Center. Cool. Ja, das ist super. Genau. Ich habe das Gefühl, wir müssen langsam zum Ende kommen, oder? Wir haben lange genug gequatscht wieder, würde ich sagen. Ja, ist jetzt 48, wir sind 3 Minuten drüber. Auch da habe ich noch was vorbereitet. Super. Das Bild kennen wir schon, das war das Chaos vom Anfang. Ja. Genau. Und was ich zeigen wollte heute ist einfach, wir können in MicroStation wirklich ganz, ganz viele, und zwar 37, ich glaube, es sind ein paar mehr inzwischen schon, Vektorformate lesen, ja, und einbinden und daraus ein Gesamtmodell gestalten. Und fast alle von denen kann man auch wieder rausschreiben. Ja. Mhm. Es gibt, die Zahl noch stimmt, 83, vielleicht mehr als 83 Rasterformate, Bilddaten. Sagen wir mal mindestens. Mindestens das, genau.
Und ja, da geht es um die Luftbilddaten, da geht es um Bildformate, die man einlesen kann. Da geht es aber auch um WMS, WMTS und so weiter. Ne? Das sind Rasterbilddaten. Bei den Punktwolken habe ich gezeigt, ne, die Liste, also fast alle Herstellerformate lassen sich lesen. Kleine Einschränkung, am Ende muss es wieder ein POD sein, aber lesen kann ich es und der Konverter ist dabei. Und auch beim Reality Mesh, ja, das sind die Formate aus dem Context Capture, da gibt es inzwischen zwei verschiedene. Das eine ist mehr skalierbar, ist mehr auch wie so ein WMTS, wie so ein Tile Service, wo dann mehr Kacheln und höhere Performance genutzt werden kann. Ja, und auch die kann man natürlich entsprechend verwenden. Und damit denke ich, dass das MicroStation da relativ gut aufgestellt ist, ja, wenn es darum geht, wirklich Daten aus verschiedenen Autorensystemen zusammenzufassen und so ein Gesamtmodell rauszumachen. Ja, das muss nicht immer nur die Bentley-Software sein und die Bentley-Formate. Da wissen wir, die Welt ist bunt und vieles von dem, was hier auf der Liste ist, wenn ich drüber gucke, eigentlich alles, was da drin steht, können wir lesen, können wir nehmen, können wir damit arbeiten. Ja, und ja. So können Sie dann in Ihren Projekten eben sagen, was, du hast ein Revit? Ach, kein Thema, her damit, ne? Mach mal so und so. Oder der andere hat möglicherweise, was weiß ich für eine Applikation, hat nur AutoCAD oder so, ne? Dann kann man das direkt übernehmen. Aber ich denke mal, der wichtigste Punkt da ist, dass man sich wirklich auch immer bemüht, mit den neuesten Versionen von MicroStation zu arbeiten. Weil ganz klar, wenn ich jetzt eine V8 2004 Edition benutze, dann habe ich natürlich nicht die gleiche Vielfalt an Datenformaten, die ich benutzen kann, um meine Arbeit abzuliefern. Also das ist einfach wichtig, dass man da versucht, immer so aktuell wie möglich zu sein, einfach um sich selbst da auch die Arbeit einfacher zu machen. Bestes Beispiel, ja, ich bekomme heute eine AutoCAD-Datei, AutoCAD 2020, 2021, kann ich mit dem Update 16 einlesen, kann ich damit arbeiten, kann es auch schreiben zur Not. Ja, mit einer älteren Version der MicroStation kann ich vielleicht nur bis zur 12er Version oder bis zur 14er die Daten lesen. Ja, und dann bin ich natürlich eingeschränkt. Da muss ich sagen, hier kannst du es mal zurückspeichern. Das Problem ist, dass man im AutoCAD teilweise gar nicht mehr ältere Versionen erzeugen könnte. Ja, das ist da irgendwann mal Schluss. Wir könnten zurück bis zur 14 in MicroStation, aber ja, AutoCAD selbst kann das oftmals nicht. Und ja, also es ist ganz wichtig, da wirklich auf dem neuesten Stand zu sein und immer die letzte Version zu haben. Klar. Genau. Super. Dann nehme ich dir jetzt mal wieder das Bild weg. Und dann kommen wir jetzt schnell zum Abschluss. Wie immer für alle, die das Thema weiter interessiert, wir haben nach wie vor bis zum Jahresende auch teilweise immer wieder neue Webinare, die, wenn sie in deutscher Sprache sind, meistens auch der Ronald persönlich hält. Wir haben natürlich auch diverse englische Webinare, die wir jetzt schon im Kalender haben und auch in Zukunft veranstalten. Also da einfach wirklich selbst auch aktiv werden. Vielleicht ganz zum Abschluss noch über diesen, wenn man jetzt MicroStation noch nicht hat und es unbedingt ausprobieren möchte, gar kein Problem, einfach den Code auf dem Bildschirm jetzt abscannen und dann ist es relativ einfach, das sich jetzt für 14 Tage zum Ausprobieren zukommen zu lassen. Und wenn Fragen sind, dann helfen wir natürlich auch. Deswegen zum Abschluss auch nochmal meine und Ronalds Daten, also zumindest vom Ronald dann die E-Mail-Adresse, weil er telefonisch dann doch sehr, sehr schwer zu erreichen ist. Also ständig on mute mein Telefon und genau. dann landen sie in der Mailbox und da höre ich auch was nicht ab. Das macht dann keinen Spaß, deswegen einfach E-Mail schreiben, weil die lesen wir alle und beantworten die auch so schnell, wie es geht. Und ansonsten ganz zum Schluss. Wir haben in 3 Wochen das nächste Live-Event und da beschäftigen wir uns dann mit der Konfiguration von MicroStation, wie man das einfach auf seine Firmenstandards oder seine persönlichen Bedürfnisse besser anpassen kann und sich dadurch natürlich auch wieder den Arbeitsalltag erleichtert. Und damit sind wir jetzt am Ende. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Die Aufnahme wird wie immer auf YouTube hochgeladen. Oder auf LinkedIn sich die Daten nochmal kommen lassen. Fragen gehen immer im Rahmen des Events. Wir beantworten auch nachträglich alles. Und damit sage ich, lieber Ronald, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, Zuschauer. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und dann wünsche ich einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Wiederhören. Danke, tschüss. Ciao.